Was ist Realität? Das ist eine wichtige Frage. So im Alltag stellt man sich die Frage eigentlich gar nicht. Aber wenn wir die Frage für uns nicht beantworten, beantworten sie andere für uns. Und dann leben wir in deren Realitäten. Jeder glaubt etwas. Es gibt kein Wissen ohne Glaube. Glaube ist in dieser Definition nichts anderes als das Annehmen eines Weltbildes. So ist es also einfach interessant, mal zu fragen, welches Weltbild habe ich? Ich habe ein Weltbild, garantiert. So, aber welches? Wir leben ja in einem Zeitalter der Spaltung. Auf der einen Seite der Spaltung atheistisch-materialistische Weltbilder und Ideologien, auf der anderen Seite religiöse Ideologien, die Religion brauchen, um weltliche Machtansprüche voranzutreiben. Wir fragen uns, was können wir tun? Der Wandel beginnt immer im Bewusstsein. Und zu dieser Verfeinerung gehört auch die Entwicklung der Intuition, die Ganzheit von Kopf und Herz, klares Unterscheiden, und beides gehört zusammen wie Yin und Yang. Und wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, fördern und dienen wir auch der Ganzheit. Und wenn sich im Bewusstsein des Einzelnen etwas bewegt, so kann das Licht durch uns auch ins Kollektiv scheinen. Und wenn wir uns innerlich mit dem Ganzen verbinden und aus dieser inneren Verbindung heraus, im Sanskrit Yoga, das Licht in unserem Herzen erstrahlt, und auf einmal spüren wir ganz konkret, wer wir sind und was wir nicht sind, und wir können dann mit unseren Gedanken, Emotionen, mit unserem Körper sehr bewusst und heilsam und einfühlsam und empathisch umgehen mit uns selber und mit unserer Umwelt. Dann auf einmal ist die Dunkelheit oder diese Trennung, Spaltung aufgelöst, so wie wenn die Sonne aufgeht